Ja, willkommen zu einer neuen Folge Empyrion. Und ja, liebe Leute, ich muss euch leider mitteilen, dass es mit dem Spielstand von Project Eden ja erstmal ein Staffelfinale ist. Beziehungsweise Staffelende, Staffelpause, wie auch immer. All dieweil, ich hatte ja die Zwischenfolge mit dem, wie soll ich sagen, ich habe eigentlich schon ein paar Folgen abgedreht, mal gucken, ob ich die noch zeige. Wenn nicht, dann ist das hier erstmal die letzte Folge, weil es gibt ein Map-Update. Das heißt, es hat eigentlich keinen Sinn, den Spielstand weiterhin zu spielen, weil der Entwickler schreibt, dass es eindeutig einen neuen Spielstand erfordert und ja, kennt er das Spiel. Und ja, gut, Schiff ranschieben ist kein Problem, aber ich habe jetzt letztendlich so viel Zeug gesammelt, was ich also auf normalen Weg gesammelt habe im Spiel und gelootet habe, und das alles wieder herzustellen, das macht nicht wirklich Sinn, sage ich mal. Deswegen, parallel, wo der Stream lief, in der letzten Update-Aufnahme, ja, habe ich mal mit der Community so ein bisschen gesprochen, und die haben mir mal empfohlen, mal eine Weile an der Standard-Map ein bisschen rumzugucken und zu let's playen. Ja, das werde ich auch tun. Und zwar werde ich auf dem Server dann die Default Random spielen. Also mal kein Szenario aus dem Workshop, weil, ja, wie soll ich denn sagen? Weil es dauert eine Weile, bis die dann an die 10.5 angeglichen sind, und wie wir wissen, wenn es die 10.5 da ist, lässt sicherlich auch bald die 11 nicht lange auf sich warten. Denke ich mal. Also ich kann es dir versprechen. Oder was auch immer. Ich enthalte mich da mal. Aber ja. Und dann wieder neu anfangen ist Blödsinn. Gut, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Damit ist die Staffel Project Aiden erstmal zu Ende. Und ja, aber mit Empyrion geht es natürlich, wie gesagt, weiter. Dann mit der Default Map, also Standard Map, Default, das heißt, die wird ja generiert, so richtige Standard Map ist das ja gar nicht. Mach mal nicht Survival-Modus, wie wir jetzt haben, sondern Default Random. Und hatte ich jetzt auch noch nie so ausprobiert, wenn ich ehrlich sein soll. Und ja, es wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich den Server so weit habe, weil ich nochmal ein Backup machen will für den Spielstand. Das geht zwar relativ fix, und dann muss ich den Server mal neu installieren. Und das erstmal alles so weit einrichten und mir auch noch ein bisschen was ausdenken, wie ich das Let's Play beginne. Aber definitiv geht's mit dem Furion weiter. Ja. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, und allzu viel haben wir jetzt doch nicht von der Map gesehen, wenn ich das mal so zeigen kann. Aber es macht halt auch Sinn, weil ich ein paar Bugs auf der Karte gesehen hatte, wenn wir auf den Mond waren beim Zeigen. Und ja, da macht es Sinn, mal das Spiel intern was zu nutzen. Natürlich wird es wieder Zeug aus dem Workshop geben, was Schiffe und Basen sind. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Das ist klar, da muss ich mal schauen, ob ich was Geiles für euch finde. Aber ich denke schon. Und ich denke mal, dass ich das andere Let's Play mal mit einer Starterbase anfangen werde. Oder mit einem Raumschiff oder beiden. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So richtig schlüssig bin ich mir da halt noch nicht, aber lasst euch am Ende überraschen, weil es ist ja bald soweit mit der neuen Staffel. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.